Praktisch. So. Aus über 1,5 Taschen voll Material. Aber das bisschen hätt's gemacht. Kann man arbeiten mit, würde ich sagen, ja. Kann man was mit anfangen. So, Scherben kann man direkt reinballern. So. Das da rein. Das gehört ja gar nicht rein, weil das eingeschmissen. Die Erze noch raus. So. Der Rest bleibt drin. Das kommt dann hier rein. Pop. Döp. Döp. Einmal nehmen wir mal mit, vielleicht brauchen wir es ja nochmal. Weiß es nicht. Fackeln. So. Kann man dahin. So. Gitti, 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 gitti. Achso, die arbeiten ja noch gar nicht. Ja, richtig. So. Die Schmelzerei macht Blei. Holen wir erstmal die Erze alle raus, was zum Schmelzen ist. Das da, das, das, das. So, der Rest ist alles. Ja. So, hier, ein Stapel Eisen. Gib ihm. So. Wenn der Ofen läuft, brauche er dann für 2. Genau. 60. Machen wir mal andersrum. So. Sonst schieben wir da Energie unnötig durch, weil da laufen 2 Generatoren, die produzieren 80, die Anlage braucht immerhin nur 60. Dann schieben wir da nur unnötig Material rein. Ach du Scheiße, haben wir Blei. Boah. Sehr schön. Gut, kommt ein bisschen Zeug zusammen. Soll uns recht sein. So. Das können wir alles einwursten hier, eintüten, wie auch immer. So. Also, das, 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 ne, die nicht, das, das, Redstone müssen wir noch auspacken, Kohle, Feuersteine kann man eigentlich zum Baumaterial packen, was anderes können wir ja doch nicht mit anfangen, ist ja jetzt kein seltenes Erz oder so in dem Sinne, so, Feuersteine, können wir aber auch noch zusammenpacken. Koppel, Batsch, zack. Und da, so. So, siehst du, schon wieder eine ganze Riege an Platz geschaffen. Na, also. So, Obsidian. Das ganze Futter kann hier rein. Und der ganze Baukrempel muss ja noch unter, ne? Tungsten kommt noch hier rüber. Da. So, aber der ganze Baukrempel kommt noch hier rein. So. Haben wir alles drin. Sieht mal gut aus. So. Sehr schön. Hier haben wir auch lauter angefangene Ecken und Reste und Katten und hast du nicht gesehen, aber naja. So. Ups. So, die Kiste platzt auch bald aus allen Nähten. Aber ist ja schön so. Ach, 4 Diamanten. Schade. 8 bräuchten wir für einen Steinbruch. Oh, okay. Auch diesen bekommen wir noch. Das ist nicht das Problem. Kriegen wir auch noch zusammen. So, wie sieht's aus? Eisen. Vielleicht mal nachschieben. Zack. So. Ja, wunderhübsch ist der. Gleich den ersten Stack komplett durchgeknittert. Döp. So, ich will direkt mal einen ganzen Stack Eisen mit rausnehmen, so. Also vom materiellen Nachschub her hat es definitiv gelohnt. Wir ziehen hier richtig gut Zeug raus jetzt. Ist natürlich mit der Verarbeiterei jetzt alles ein bisschen, ja, zeitaufwendig noch, ne? Aber jetzt hier groß was zu automatisieren lohnt sich eigentlich gar nicht mehr mit der Schmelzerei, weil wir ja schon anfangen können, Maschinen zu bauen, mit den Maschinen auch zu arbeiten. Ja, da macht es einfach keinen Sinn mehr, jetzt da noch groß mit der Schmelzerei hier eine vollautomatische Anlage hinzuklöppeln. Das ist Quatsch. Da lohnt der Aufwand dann einfach nicht mehr. Leiser. Ja, weil wir hier nach und nach jetzt doch genügend rausschieben. Hatte ich nicht mal 2 Gussbecken? Warte mal.
Mir ist so, als hätten wir doch mal noch eins gebaut gehabt. Gussbecken. Na, siehst du, ich glaube hier die ganze Zeit auf einem Block rum. Machen wir mal als erstes Stickies und bauen noch eine ganz reguläre Eisenspitzhacke. Sonst haben wir das Problem, dass wir uns hier die halbe Schmelzerei zerlegen. Spitzhacke, so. Habe ich keinen Bock drauf. So, Pike, Tisch abbauen, Bams. So, raus damit. Das Becken. So. Und du wirst... Ach, ich will ja mal an die Kiste. So, können wir mal einmotten. Wie sieht's aus? Ach, brauchen wir gar nichts. So. Jetzt zieht er erstmal hier alles leer. Na, ist scheißegal. Oder erstmal leer nuckeln, das ist völlig Banane, wie rum er das macht jetzt. So. Weiter geht's. Blei, Blei, zack, zack. So. Dann können wir direkt mal zwei komplette Blöcke immer rausschippen. So. Judy. Also die Tour hat sich definitiv schon gelohnt, ja, gar keine, steht außer Frage. Wir haben jetzt schon ein bisschen schön Materialien ranschaffen können. Ja. Wenn jetzt auch nicht unbedingt die, die wir wollten, aber das ist Strip Mining. Ich meine, wenn wir direkt alles hätten, dann wäre es ja auch langweilig. Also ich bin der Meinung, es wäre absolut langweilig, wenn du direkt alles unter den Arsch geschoben kriegst. Ja, dann brauchen wir es nicht spielen, dann können wir im Cheat-Modus bleiben, aber das... macht dann auch keinen Spaß. So. Judy, der hat noch zum Pulverisieren, der ist schon wieder voll. Ja, geht was. So, Osmium, Blei, Aluminium, Gold, Silber. Sehr schön. Was hat er jetzt? Verröses. Ach, einmal was doppelt, guck mal. Verröses. Können wir da als nächstes reinschieben, weil er hier noch verröses Metall drin hat. Dann kann er es direkt mit durchknittern. So. Hat er jetzt nicht kapiert. Na gut, okay. Egal. So. Ja, unser erstes Schieland ist sehr gut. So, zack, verröses, dann kann er das aus dem Pulverisierer direkt nachschieben. Zack, hat er, wunderhübsch. So, siehste. Blei, schieben wir den Rest mal noch durch. So, zack, zack. Wunderhübsch. So, Eisen. Die Eimer können wir mal verwursten hier. Zack, so. So, sobald wir dann die nächste Runde Material in der Schmelzerei haben, gehen wir mal kurz mit unserem Hämmerchen nach hinten und nehmen den Skyblock mal auseinander. Mal gucken, was wir rausziehen. Führe eine Schablone, sofern überhaupt eine drin ist. Ich weiß nämlich nicht, ob es eine 1000%ige Garantie gibt pro Meteor eine Schablone und dann halt eben nur das Glück haben, dass du auch die dann noch drin hast, die dir eben noch nicht vorrätig hast. Na, das weiß ich nicht. Mal wieder Blutmond? Ne, normaler Mond. Cool. Wenn wir jetzt so zusammen Duster hier, dann siehst du Antime hin und weg nicht mehr. Also es ist. So, jetzt guck's mal, da 20 Blöcke Blei, das sind 180 Barren. Das sind fast 3 Stacks Blei, die wir jetzt hier rausgezogen haben. Geil, gefällt mir. Blue Power, was kann man damit machen? Außer Werkzeuge. So. Ach nur. Toll. Damit. Nur noch mal extra zum Werkzeuge craften, wirklich? Warum? Hier. Blue Power. Hier gibt's doch tausende Sachen mit Blue Power. Warum die Sachen nirgendwo? Leuchtstaub, toll. Schaltkreis, Werkbank. Hier gibt es so viele Sachen. Tungstenblock. Ja. 5000 Blöcke und hast du nicht gesehen, aber
kannst hier fast nichts mit anfangen. Es gibt so 50 Varianten von einem und demselben Teil. Die Hälfte davon kannst du nicht mal craften. Finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. So, Silber. Ja, das eine Mal noch durchschnitter, genau. Zack, wieder frei. So. Na, da hat noch Energie locker. So. Können wir nochmal zwei Blöcke rausschütten. Sehr gut. So. Dip, dip. Nochmal Blei. Kiste voll. Geil. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fast 9, okay. Ich wollte das einfach mal kurz ausgepackt haben, weil ich mal sehen wollte, wie viel das gibt. Weil es einfach meine Neugier. Kann man das zu Blöcken packen? Ja, oh, komm mal, tak, 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 tak. Direkt ungewurstet hier. So, Block. Plätze und Blöcke, bam, Plätze, so. Hier, tak, tak, umgebaut, so. Tipp, tipp, zack, umgebaut, so, Silber noch, zack, umgebaut, so, Kohle natürlich, zack, und Tesla-Tee, so, aber da haben wir noch den, tipp, tipp, so, ansonsten haben wir nicht genug, wo wir auf Blöcke basteln können mit, bumm. So, vielleicht kann man noch irgendwelche Maschinen mitcraften, wo es jetzt so halt keine Rezepte für gibt. Mit der Blue Power Mod meine ich jetzt. Müssen wir mal gucken. Ne? Also, vielleicht gibt es auch irgendwie Rezepte, wo man dann extra Maschinen noch bauen kann. Einen Bleibarren, dann kann man den mal schon mal komplett als Block rausgießen. Zack, fangen wir schon mal an. Dann können wir einfach noch komplett als Block rausschütten. So, machen wir einfach noch mal einen kompletten Block draus, dann geht das ganz problemlos hier. So, 10 kann man mal reinballern. Oh, 10 geht aber schnell, okay. Aber ist ja kein Drama. So, wie sieht's aus? Ein bisschen Blei noch nebenbei, Silber, sehr gut. Hier so. So, Blei ist fertig, wunderbar, 10. Ist gleich durchgerannt, sehr gut. Ja, puh, wollen wir recht sein, also. So, dat. Ja, das langt für drei Blöcke sogar. So, Osmium können wir reinballern, das kann mit nichts legieren. Yellowrit kann mit nichts legieren. Also kann sich mit nichts vermischen. Aluminium könnten wir noch reinschieben, wenn kein Zinn mehr drin wäre. Zinn kann sich nämlich noch vermischen. So, wir müssen da jetzt eine Menge Zinn noch nachschieben, ne? Dass es nochmal ein voller Block wird. Das lohnt sich glaube ich nicht. 720. Wären nach Adam Riese 3 Barren, ne? Keine 10 Barren mehr? Ach komm, was soll das schon? Tisch hier fertig. Also. So. Gelorium. Tag und Tag. So. Ich bin aber sehr gespannt, ob wir das wirklich alles so verwurstet kriegen, wie ich mir das in meinem kranken Hirn schon zusammengeklöppelt habe. Zwei Gelorium-Blöcke, perfekt. Kriegen wir nochmal einen raus? Nein. Osmium genauso, das gibt alles Barren jetzt. Okay. Ja, ob wir das alles so verbaut kriegen, wie ich mir das im kranken Hirn zusammengereimt habe bezüglich der Verdrahtung, Aufbau der Anlagen. Und mein Platz technisch ist kein Problem, wir haben eine ganze Welt. Also, das ist gar nicht das Thema. Ich will es ja auch alles ein bisschen weitläufiger bauen, dass alles ein bisschen weiter auseinander liegt, bewusst auch ein bisschen getrennt ist voneinander. Damit nicht alles so press aufeinander sitzt. So, haben wir noch einen Barren Osmium, da kann ich jetzt als Block rausschieben. Noch gar keins? Ja, doch. So. Schieben wir einfach nochmal Barren rein. So, Silber.
Da kann man es direkt ganz als Block rausschieben, bevor ich jetzt 8 Barren draus mache, nachher dann doch wieder als Block verhackstück, das ist ja dann Quatsch. So, Silber. Ah, können wir nochmal einen Block raus, ist der? Schon wieder ein Plätzchen weg. Wunderbar. So. Zinn. Ja, nee, komm, wir müssen sich alles zu Blöcken verpressen. Solange es sich da gibt, machen wir es, aber ansonsten. Osmium. So, schieben wir das mal als erstes raus. Ja, das geht dann noch fertig. Wunderbar. So. Silber. Gleich mal den Rest nachschieben. So, wupp. Fertig, wunderbar. Becken. Und raus damit. Und raus damit. So. Wunderhübsch. Können wir da wieder ein bisschen Platz. Hat sich gelohnt, definitiv. Wir haben jetzt schon einiges rausgezogen. Kann man auf jeden Fall. Achso, wir sind noch gar nicht fertig. War noch gar nicht durch. Haha. So, 9 Aluminium, das gibt genau nochmal 2 Blöcke, können wir in die Schmelzerei machen. Und hier kannst du mal den Rest durchknettern. So. Ein bisschen Gold, wunderbar. So, tak tak. Silber, tap tap. So. Sehr, sehr schön. Ah, da kriegen wir doch. Haben wir jetzt mal richtig was rausgezogen. So, machen wir noch Blöcke draus. Bevor die ganze Kiste platzt nachher. 62 Stacks Redstone, Alter, das ist so krank. So. Aber es ist mir reicht, also. Ne, langt nicht nochmal für den Block. Was fehlt denn?